Lünen sind relativ typisch für den Norden. Segelboote sowieso, Hausboote vielleicht auch, aber nicht dieses eine hier. Es sieht aus wie ein Bungalow, kann aber schippern wie ein Boot. Es gilt als Seeschiff der Kategorie C, zugelassen nicht nur für Flüsse, sondern auch für küstennahe Gewässer. Ich habe das eben gesehen, ist wunderschön, aber mit ein bisschen Wind haben sie viel Personal nötig, um die Möbel festzuhalten. Oh, das, ich finde es toll, wenn Leute sowas machen. Ich finde das ganz toll. Auf den Friesischen Meeren nennt man sie Houseboats, wesentlich kleiner. Und in England, sagte mein Mann eben, nennt man sie auch so ähnlich, so viereckig, Riverboats. Die liegen meistens fest oder semifest. Aber so fahren wie das hier, das gibt es wenige in dieser Abmessung. Zu dritt sind sie unterwegs. Günter Grossmann hat diesen Traumboot-Bungalow erfunden und er hat schon einen bestellt, Gerd Ludwig aus Kiel. Mit seinem großen Wohntraum macht er gerade die erste lange Probefahrt unterwegs auf dem Nordostseekanal. Knapp 15 Meter lang, 5 Meter breit, isoliert wie ein Niedrigenergiehaus. 100 PS bis zu 16 Knoten schnell. Das wohl einzige Hausboot, das seetüchtig ist. Selbst bei Windstärke 4 darf es übers Meer schippern. Nur einen Prototypen gibt es bislang. Erst in einigen Monaten wird Gerd Ludwig sein eigenes Traumschiff bekommen. Er war lange Kapitän auf großer Fahrt und hat jetzt ein kleines Schiff für Ausflugsfahrten. Ich möchte nicht wie auf einer Yacht Treppchen auf, Treppchen ab, hier eine Stufe, da eine Stufe, sondern das Schöne hier ist eben, ist alles auf einer Ebene. 2,30 Meter Stehhöhe überall, also Komfort wie zu Hause. Zwei Zimmer mit geraden Wänden und richtigen Fenstern. Die Küche mit normaler